So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid fit. Heute wieder mit 3x4. 3x4 Minuten. Heute geht es um den Bauch. Ja, was soll ich sonst mehr sagen? Ich zeige euch wieder die verschiedenen Übungen. Und dann würde ich sagen, legen wir los, geben wir Gas und tun wir was, okay? Du darfst dich in diesem Fall gleich mal auf die Matte tief rollen. Tief setzen. Beide Hände in die Oberschenkelrückseite. Und lang. Einfach mal rund und lang. Richtig rund, lang. Öffne die Arme, nimm sie zu den Oberschenkeln. Lang. Öffne. Schließ. Rund. Lang. Öffne. Schließ. Mach das zweimal mehr. Lang. Öffne. Nimm die Arme nach vorne, roll dich Wirbel für Wirbel tief. Wirbel für Wirbel hoch. Öffne die Arme nochmal. Wirklich Wirbel für Wirbel. Ohne. Ich mach das nochmal. Wirbel für Wirbel. Nach oben. Nochmal. Mach das viermal mehr. Dreimal noch. Sehr schön. Zweimal mehr. Ein letztes Mal. Und dann roll dich doch mal Wirbel für Wirbel mit mir tief und leicht hier. Nimm die Hände an den Hinterkopf, komm mit mir nach oben. Acht. And down. Deine Ellenbogen sind hier sehr schön außen. Und dann nimm die Ellenbogen jetzt nach vorne und öffne. Nimm die Ellenbogen nach vorne und öffne. Nach vorne und öffne. Ich zeige euch hier gerade im langsamen Tempo alle vier Übungen. Und jetzt schau mal, wenn du hier mehr willst, öffne. Zieh die Ellenbogen, mach dich rum und öffne. Die Belastung hier ganz wichtig. Heißt, die Ellenbogen bewegen sich zwar, aber es ist keiner Leichtzug am Kopf, okay? Mach das noch zweimal mehr. Ein letztes Mal. Und dann stell doch nochmal beide Beine ab. Gut. Öffne die Ellenbogen, streck dein rechtes Bein. Streck den rechten Arm, den linken Arm diagonal. Komm hier mal hoch. Und öffne. Acht. Down. Acht. Down. Acht. Wechsel hier mal langsam die Seite. Auch hier erst den Arm strecken, das Bein strecken. Du kommst hier ab und down und ab und down. Und wenn du rechnen kannst, haben wir später drei Runden. Das heißt, wir machen das einmal rechts, einmal links und einmal im Wechsel. Stell beide Beine ab. Leg hier jetzt nochmal den Oberkörper ab. Heb die Beine nach oben, streck sie nach vorne. Zieh die Beine jetzt so weit mit den Knien zur Brust, dass dein Gesäß abhebt. Du streckst nach vorne und ziehst die Zehenspitzen, flexst zu dir heran. Streckst die Zehenspitzen, ziehst die Beine bis zur Brust und schiebst nach vorne, stellst die Beine ab. Easy Roll Up. Und das Ganze, Easy Roll Down, Easy Roll Up, natürlich im doppelten Tempo, komm mit mir. Tief, tief, hoch und down. Up. And down. Up. Deine Schulterblätter sind hinten, wenn du nach oben kommst. Streck hier den Bauch wirklich mal raus. Zieh die Schulterblätter zusammen. Und wenn du jetzt mehr willst, öffne und schließ. Und öffne und schließ. Versuch dich hier wirklich, Wirbel für Wirbel, abzurollen. Wirbel
Letzte Mal. Die Hände gehen an den Hinterkopf, die Beine stellen auf. Komm mit mir nach oben. Ab. And down die Ellenbogen. Und öffne, wenn du jetzt mehr bist. Knie. Öffne. Rechter Fuß, linker ab. Zehenspitze, Fingerspitze. Öffnen. Und wenn du hier mehr willst, folgt der Blick der Hand. Ab. And down. Ab. And down. Ab. And down. Wie schaut's aus, Leute? Geht das im schnelleren Tempo? Aufgehen. Let's go. Ab. And down. Arbeit hier mit mir und komm. Einmal langsam. Stell ab. Sehr, sehr schön. Leg den Oberkörper ab. Nimm die Arme nach unten, dreh die Handflächen zur Decke. Heb die Beine auf zwei Seiten zur Brust. Rein. Und schieb. Nochmal. Zieh. Und schieb. Nochmal. Zieh. Und schieb. Zieh. Schieb. Ferse drückt. Zehenspitze. Ferse. Gestreckt. Und flex. Point. Flex. Jetzt. Achtung beim nächsten Mal. Nur wenn du kannst, halte noch kurz vorne. Heb den Oberkörper. Und ich möchte nur, dass du hältst. Atme. Für acht. Für vier, drei, zwei. Zieh die Knie ran. Release. Einmal kurz massieren. Füße abstellen. Einmal tief in den Bauch einatmen. Einmal tief aus. Tief ein. Tief aus. Und dann fixiere deine Füße wieder am Boden. Nimm die Arme wieder nach vorne. Roll dich Wirbel für Wirbel, ganz langsam nach oben. Roll dich Wirbel für Wirbel, ganz langsam tief. Nochmal tief. Drei, zwei, öffne die Brust. Vier. Normal. Komm auf zwei tief. Ab. And down. Ab. Streck dein linkes Bein auf zwei Seiten nach oben. Und da. Auch hier folgt der Blick der Hand.
double speed. Achtung, halbes Tempo nach oben. Löse auf, beide Hände an den Hinterkopf. Auf zwei Seiten der Crunch. Up and down. Die Ellenbogen dazu. Der will die Knie. Denke daran, die Kraft aus dem Bauch zu nehmen. Das heißt, versuche, die Hände wirklich ganz locker am Kopf zu lassen. Mach dich rund wie ein Ball, mach dich lang wie eine Stange. Mach das ein letztes Mal und dann leg langsam den Oberkörper ab. Die Handflächen wieder zur Decke. Warum zur Decke? Weil wenn du die Handflächen nach unten drückst, dich abstützen könntest, die Knie ran. Und schieb weg. Streck die Zehenspitzen. Schieb die Ferse nach vorne. Zieh. Und schieb. Zieh. Mach das ganz bewusst. Lass den Schultergürtel, lass die Schultern locker. Lass den Oberkörper ganz entspannt liegen. Hol die Kraft nur aus dem unteren Bauch. Wenn es unteren Bauch geben würde, aber bildlich zur Vorstellung. Halte vorne. Wenn du kannst, heb den Oberkörper. Für 8. Für 4, 3, 2, zieh Knie ran, einmal hochrollen, einmal rund, einmal lang. Und jetzt öffne hier mal die Arme, komm in die schräge Position. Halte das. Letzte Runde, okay? Schaff mal. Klitzekleine Veränderung. In der zweiten Übung, in der dritten Übung, den Käfer. Noch 8. 6, 5, noch 4, 3. Nimm die Arme nach vorne. Für 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Easy Roll Up. Auf 4. Kontrolliere das. Auf 4. Öffne die Arme. Auf 2. Auf 2 hoch. Komm. 45 Sekunden. Laufe. Wir starten jetzt. Rund. Öffnen. Rund. Die Stange. Der Ball. Und wer jetzt hier sagt, er möchte mehr, schau mal. Mach dich rund. Lang. Rund. Lang. Rund. Lang. Rund. Lang. Rund. Achtung, stell Beine und Arme ab.
Der Käfer, schau mal. Linker Ellenbogen zum rechten Knie, rechter Ellenbogen zum linken Knie. Easy, oder? 4, 3, 2, go. Rock. Love. Wer sagt, das ist ihm zu langweilig? Geht genauso hier. Right. Wer sagt, das ist ihm immer noch zu langweilig? Dann lass doch die Beine mal vorne. Right. Left. Und wer sagt, nein, da wird immer noch mehr gehen, dann lass die Bewegung doch immer fließen. Letzte Runde von unseren 3x4. Du darfst den Bauch langsam wirklich merken. Letzte 4. 3. 2. Der letzte, halte die Mitte. Heb den Oberkörper nochmal. Nimm jetzt die Hände nach vorne. Lass den Oberkörper oben, nur wenn es geht, die Knie. Ran. Und schieb. Zieh ran. Wem das zu viel wird, wer sagt, das kann ich aus dem Kopf, aus der Halsmuskulatur nicht halten, der kann den Kopf stützen oder den Oberkörper ablegen. Es sind die letzten Sekunden, die letzten Wiederholungen. Ich verspreche euch, danach ist es geschafft. Zieh, schieb, komm, komm. Nochmal lang. Nochmal rund. Nochmal lang. Stütze rechts, links. Auf die Füße. Schiebst du dich nach vorne. Easy Roller. Schultern gehen zurück. Atme einmal tief ein. Zieh dich lang nach oben. Halte die Spannung. Release. Mach das nochmal. Atme ein. Zieh dich lang hoch. Lass dich fallen. Sehr schön. Atme ein, dann rechter Arm geht tief. Zieh dich mal in die Seite. 4, 3, 2, switch. Switch. Und ein letztes Mal. Dein rechter Arm bringt dich in die aufrechte Position, der lange Rücken tief. Du rollst dich Wirbel für Wirbel ab, nimm einen großen Schulterkreis zurück. Ich hoffe, ihr habt was gespürt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns das nächste Mal bei #FitTheHorn. Bis dahin, bleibt gesund. Eure Fabi. Bis dann.